Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Northern Lights. Das Spiel gibt es schon seit 2020. Ich glaube Dezember 2020, Ende 2020. Ist eigentlich immer unter meinen Schirm gerannt. Habe ich eigentlich nie mitgekriegt. Ist aber genau das, was wir eigentlich wollen. Survival etc. Und schaut grafisch jetzt auch okay aus. Gut eigentlich sogar. Aber das wird sich im Spiel noch mehr ausstellen. Ihr seid dabei beim ersten Anspielen. Ich wusste zuerst nicht, ob ich es erwähnen soll oder nicht. Der Entwickler hat sich bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich das Spiel spielen möchte und hat es mir dann geschenkt, die 8 Euro. Ich will es erwähnt haben, wusste nicht, ob ich es sagen soll, habe dem Entwickler aber geantwortet, dass das nicht irgendwie meine Meinung beeinflussen wird und auch nicht sicher ist, dass ich spiele und dass ich in Deutsch spiele. War dann ganz nett gesagt, ist völlig okay. Deutsche Community haben sie auch eine größere Meinung, von daher passt alles. Ja, warum bin ich auf das Spiel gekommen oder warum macht der Entwickler gerade Werbung dafür? Es ist auf Steam mit 150 Bewertungen und ausgeglichen, natürlich jetzt kein Riesenburner, weil eben noch anscheinend, meiner Meinung nach eher weil unbekannt, ja, weil es ist nicht negativ bewertet, es ist so ausgeglichen. Seit einem Jahr einen Teil am Markt und 150 Bewertungen ist halt wenig, eigentlich, aber ich kenne mich aus mit. Wenn man nicht viel hat, dann nicht den Ding hat, man einfach probiert alles das zu kriegen. Und deswegen dürft ihr jetzt auch eben ein bisschen rumschreiben an die Let's Player oder so. Finde ich auch voll okay. Also ich spiele es gern, kein Problem, gern. Es war wirklich genau das, was ich gern spiele, ein Survival Game. Also ich habe es nur nie gesehen. Ich weiß nicht wieso. Danke an den Entwickler jedenfalls nochmal. Und hoffentlich habt ihr was Gescheites gemacht. Gut, das war's eigentlich. Starten wir mal, oder? Ich habe mir nur die Grafikeinstellungen angeschaut, da war jetzt nichts sonderlich Tolles dabei, was nicht standardmäßig schon woanders auch gibt. Das ist eigentlich relativ normal. Mal auf neues Spiel und schauen, was passiert. Schwierigkeit. Einfallsreich. Boah. Erlebe den Einzelspielmodus von Northern Lights. Wenn du ein neues Spiel startest, werden die Folgefortschritte nicht gelöscht. Schwierigkeit. Sei der Jäger oder werde der gerade gejagt. Du wirst oft ums Überleben kämpfen. Wir fahren ins Spiel. Okay, warte mal, ich glaube, kann ich das mal doch mal kurz auf. Nein, nicht Französisch. Das hätte mich jetzt nur interessieren, was da jetzt da. Ah, steht sie auch so, okay. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht von der Übersetzung her ein bisschen eigenartig ist. Wie gesagt, der Entwickler war nett, wirklich nett. Also, urnett angeschrieben, so auf Discord. Der erste, der das bei mir gemacht hat, bin ja eigentlich ein ganz, ganz kleiner Fisch bei den Let's Player, deswegen hat mich auch total gefreut. Und danke nochmal. Aber wie gesagt, Meinung wird dadurch nicht beeinflusst. Wenn es kacke ist, sage ich es auch. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ah. Oh. Ich weiß es nicht, das dürfte leicht sein. Für neue und erfahrene Spieler, die durchdachte Erkundung interessiert sind, beende die Geschichte in deinem eigenen Tempo. Raubtiere greifen nicht an, es sei denn, sie werden provoziert. Das wäre eigentlich okay. Ich bin eigentlich gerade so eher in dem ein bisschen gemütlicheren Modus. Ich weiß jetzt nicht, was ein Einzelspiel und Überleben genau für ein Unterschied jetzt ist. Wenn ich mir das so anschaue, steht da genau das gleiche. Ah, gut. Das könnten uns noch ein bisschen erklären. So, was gibt's da beim... Das war ein Wanderer. Was gibt's hier? Raubtiere werden territorial handeln. Die Elemente von Nutzer und Durst den Herausforderungen, die aber reichlich vorhandene Ressourcen sorgen für ein Gegengewicht. Für ein neues Gleichgewicht zwischen Erkundung und Überleben. Ich würde jetzt sagen, leicht, mittel, schwer, hardcore, custom. Naja, gut, dann bleiben wir beim zweiten. Nein, ich würde das leicht rechnen. Mal starten wir mal. Ganz so leicht wollte man es ja auch nicht in den Spiel, das heißt auch immer mittel. Nicht leicht. Gucken wir mal, was das Ding hergibt.
Es schneit. Ein bisschen. Warum er Werbung gemacht hat, der Entwickler jetzt gerade, das ist das große Story-Update kommen vor zwei, drei Wochen. Und deswegen wollen sie scheinen, hat sich wahrscheinlich viel da und dann wollen sie scheinen einen neuen Schub geben, dem Spiel. Oh, my head. What just happened? Soffen am Vortag. Gesundheitsleiste steht für den körperlichen Zustand. Vermeide Gefahren wie wilde Tiere und Höhlen. Kümmere dich um deine grundlegenden Bedürfnisse, damit deine Gesundheit nicht auf Null sinkt. Tipp: Du findest die Gesundheitsleiste links unten auf dem Bildschirm. Hey Gesundheitsleiste, wie geht's dir? Intro: Folge den Blutspuren. Wirkt jetzt irgendwie gar nicht so flüssig, gerade war ich da rechts oben steht bei mir 90 Frames, das sollte eigentlich. Naja. Ne, passt. Ja, also scheinbar bin ich abgespürt, sind hier in Nordsibirien und müssen auf der mysteriösen Insel überleben. There's blood traces everywhere. Is Alexei okay? I need to find out. Blut spüren überall. Kann ich das abbauen? Nein. See. See ist Kompass. Um dich im arktischen Ödland zurechtzufinden, benötigst du Karte und Kompass. Die Karte öffnest du mit M. Wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, wird sie noch unvollständig sein. Um sie zu vervollständigen, musst du die vermissten Karten deine finden, die auf der Insel verstreut sind. Um den Kompass zu nutzen, drücke C. Habe ich gerade. So muss ich oben bleiben. Okay. Ja. M ist die Karte. Ah ja, das ist das. Ma, das ist aber eh relativ groß. Wenn ich in den Norden gehe, ein bisschen rüberkomme, laufe ich jetzt wieder. Mein Backpack. Das wiederum erinnert sehr stark an The Infected. Sehr, sehr stark sogar. Wenn. Ja, beide Spiele schon älter, da weiß auch keiner, wer es von dem anderen hat. Das erinnert aber stark daran. Ist aber auch nichts tragisch, warum auch nicht. Aktuell verfolgte Quest. Was ist gerade passiert? Wie lange war ich ohnmächtig? Ich bin auf dem Piloten. Ich muss den Piloten finden und sehen, ob er noch lebt. Erkundungen, Fähigkeiten, kann ich alles nicht. Ich bin unfähig. Gut, wir sind ein Survival Game, bevor ich hier verhungere. Nehmen. Das ist gut. Schaut auch so nehmbar aus. In der arktischen Flora findest du eine Vielzahl von Kräutern, von Pflanzen und Pilzen bis hin zu leckeren Beeren. Sei vorsichtig, gerne können dir helfen, Krankheiten zu heilen, aber bei anderen andere können auch direkt giftig sein. Okay. Nehmen. Ein Vogel, ganze Vogel. Hirsch. Kann ich Stock oder so anlegen? Unbekannte Pflanze, rechtsklick mehr, zerstören, verbrauchen. Das kennen wir ja dann doch. Ja, das kennen wir dann. Nee. Mal, ich habe mein Handy vor mir am Tisch liegen. Das sollte man eventuell anstecken. Man habe ich hier letztes vorher gehabt, aber die schneller war. Ich vergesse immer beim Let's Play, man sitzt so da vom PC, quackelt eigentlich eh nur vor sich hin. Vergisst irgendwie, dass man sein Handy ansteckt. Also bis jetzt war es Spaß.
Im Sinne von, es ist nichts grob kaputt. Normal fange ich an, gibt mir Steuerung am Arsch oder sonst was. Bis jetzt schaut's gut aus. Ich habe ein Ziel, das ist immer wichtig. Ein Quest-Ziel, wo ich jetzt hin muss. Ich kann Sachen einsammeln. Von diesem Wolf. Ich würde mich jetzt gleich umhocken. Wo ist es genau? Achso. Achso, ja, wir spielen territorial nicht. Andere. Das zahlt mich jetzt aber weit weg von meinem Huber. Andererseits war in dem ja eh nichts drin, also was soll man. Nee, damit habe ich mein, bis jetzt schaut's gut aus eigentlich, weil es ist, man wird geleitet, die Umgebung ist hübsch, ist okay. Läuft. Tschüss. Springt oder wie Super Mario und hebt die Hand dabei. Di -ding, di -ding. Achso, der Chaos da mehr. Na toll. Zum Beispiel so eine Stelle jetzt folgt den Blutspuren, aber er zeigt es mir nicht mehr an. Na, Karteneintrag, Fragezeichen. Unentdeckt. Sie ist eine Uhr. Ja, man könnte es auch auf Tarn schnallen. Man kann es natürlich auch einfach festhalten. What the fuck? Überprüfe den Status, Leiche. No, no, Alexei! He's dead. Alles, was du aufhebst, geht direkt in dein Inventar. Um das Inventar zu öffnen, drücke Tab, um Gegenstände zum Gegenstand zu interagieren, drücke rechte Maustaste. Okay. Da man kriegt. Große Steine, das ist. Was ist das hier? Was macht das? Das ist nur tragen und das ist benutzen oder wie jetzt so? Der Rucksack ist beidseitig. Da ist das Netz und da die zwei Taschen. Und da ist das. Das ist das eine, drückt mir am Rücken beim Tragen. Okay, ist auch schön. Warum nicht? Schau mal. Oh. Go away, freaking bats. Deine geistige Gesundheit wird durch schlechte Kondition, fehlendes Wertemanagement und andere unangenehme Ereignisse verringert. Je niedriger deine geistige Gesundheit ist, desto näher bist du dem Wahnsinn und erlebst Halluzinationen. Halluzinationen sind eines der ersten Symptome für den Verlust der geistigen Gesundheit. Zunächst harmlos, später unglaublich gefährlich. Tipp, sei vorsichtig. Gefährliche Ereignisse wie eine Krankheit, eine Verletzung durch ein Tier oder ein Verzehr eines giftigen Krauts verringern deine geistige Gesundheit. Jetzt mitnehmen. Sehe ich aber immer kurz nichts. Was ist denn da links unten? Jetzt zeige ich meine geistige Gesundheit. Das eine ist Sprint, Doppelbalken. Das andere ist Herz, Life. Ja, eigentlich kann man den Entwickler hier jetzt keinen großen Gegner entgegenwerfen, weil irgendwie. Habe ich ja nichts zu verteidigen.
bisschen viel und langes Rumgerenne, aber das macht es gehört dazu. Ich habe nur eigentlich zuerst glaubt, ich darf. Was mich stört ist, wenn ich lange rumrenne, nicht mal eine Axt habe. Ich fühle mich so unbewaffnet, ich hätte nur irgendwie gern was. Aua! Schmerzen! Aua! Jetzt hat sich meine Haxe verdraht. Aua! Schmerzen! Warum auch immer. Aua. Hallo. Wo bin ich jetzt? Okay. Es gibt einen Ort in der Nähe. Orte findest du am besten, indem du mit dem Fernglas deine Umgebung erkundest. Wenn du dann einen Standort erkundest, erscheint dessen Namenssymbol auf deiner Karte. Um das Fernglas zu verwenden, drücke. Soll das jetzt sein? Sobald ein Ort in deinem Blickfeld ist, wird die Sicht darauf fixiert und er wird automatisch von der Karte angezeigt. Kann man anscheinend nicht runter. So, jetzt müssen wir mal schauen. Steuerung. V. Das sind lauter Sachen, die man drückt halten muss, okay? That must be the research camp I was supposed to investigate. Wer sagt das? Better check it out. Na dann? Ich hätte halt gern was auch zum Überleben mal. Das Problem ist, dass ich immer die Panik schiebe, wenn ich noch nichts bauen kann. Wirklich. Nichts mehr da. Was ich hier aber gesehen habe vorher gerade war glaube ich eine unsichtbare Wall. Das kann ich nicht leiden. Ich mag solche unsichtbaren Walls nicht. Da baue ich lieber eine echte Wall hin, also. Baut man lieber gleich wirklich einfach was hin. Anstatt dass das so eine unsichtbare Wall wird. Die sind nämlich sehr nervend, wenn sie nicht realistisch sind. Lauf, lauf mal. Warum hebt er manchmal die Hand so komisch? Blumis, wir nehmen alles mit. Nur wenn das Spiel wirklich viel von Ding hat, von Infected, dann werden wir auch bald ein Inventarsproblem haben. Jetzt mal ehrlich, ich habe doch schon mehr Steine, also mal vier, die immer die Steine aufkommen. Ich will nicht alles liegen lassen. Da oben ist ein Reh. Prüfe das Lager. Oh. Ist das eine Türe, die man zumachen kann? Ich mag das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie machen. Drin. Computer.
Seems like the power is down. I should check the cables. It's split in two. No way to fix this. Naja, irgendwie schon. Das könnte man abschneiden, abisolieren, zusammenknöpfen. Das sind so nützliche Kisten. Danke, Entwickler. A map. Great. Looks like they've circled an area called Mysterious Woods. I guess I'm heading that way. Ja. Ich kann pinnen. Sehe ich das jetzt so irgendwo? It's freezing cold. So, nachdem du durch die Kälte Sibiriens gewandert bist, ist deine Körpertemperatur drastisch gesunken. Stelle dich neben eine Wärmequelle, um dich aufzuwärmen, sonst riskierst du erfrieren. Tipp, du kannst deine Werte verfolgen, indem du auf drückst und mit deiner Uhr interagierst. I should get a fire going, but how will I get some wood? So. Stapel 01, was? Da dürfte nichts drin sein, sonst würde ja was rauskommen. Ein Seil! Fertige ein Beil an. Ja, da ist er mal jetzt ein bisschen schnell. So, warte mal kurz. Unbekannt alles, sehr gut. Holzmesser, ein Seil, Steinmesser, das könnte ich bauen. Ja, wir brauchen ein Seil. Seil, Wurzeln, zweimal. Okay. Wir bauen einmal ein Steinmesser. Ich schätze mal, dass das jetzt so funktioniert, ja, oder? Ja. Geräuschkulisse. Messer kann ich machen, Hacke noch nicht, was fehlt mir dafür? Fehlt mir wohl das Seil. Das ist einfach, das Seil ist relativ omnipräsent in die ganzen Dinger. Was für mich so viel heißt wie. Falle. Stockbett, na, viel kann ich ja schon viel. Lagerstätten. Ja, ist cool. Ach, was ist ein Viech? Angriff! Scheiße. Das war ein Versuch wert. Gut, Wurzeln. Wurzeln bei den Bäumen. Was insofern ja cool ist.
Alter! Okay. Time to chop some trees. Bäume können mit dem Beil für Holz gefällt werden. Sobald ein Baum gefällt wurde, liefert er Holz und Stöcke. Wenn du die Stämme weiter schneidest, erhältst du Feuerholz. Tipp: Holzscheite werden am besten für die Herstellung eines großen Feuers verwendet, während Feuerholz am besten für die Herstellung von kleiner Feuer oder fürs Lagerfeuer verwendet wird. Hier kann ich mich dann irgendwo drin verstecken, wenn ich schon da bin. Das mit. War ja eh nicht so häufig vorher. Steine. Oh, da ist nichts. Achso, ich muss einen Baum fällen, gell? Machen wir mal den. Fäll einen Baum. Da klicken. Na, eh tut's auch. Verschiedene Verletzungen oder Erkrankungen können sich im Verlauf des Spiels zugezogen werden. Schau dir die aktiven Leiden an, indem du Q drückst. Ein Verletzungsrisiko bedeutet nicht gleich, dass du verletzt bist, sondern dass du mit deinem Verhalten eine Verletzung begünstigst. Um dich im Fall einer Verletzung zu behandeln, musst du das Tagebuch nach Hinweisen durchsuchen und mit verschiedenen Objekten experimentieren. Einige Verletzungen oder Krankheiten heilen von alleine, während andere entweder durch natürliche Heilmittel oder synthetische Medizin geheilt werden. Tipp: Der Heilungsprozess wird durch einen grünen Balken dargestellt, während der gelbe Balken das Risiko der Verletzung darstellt. Okay? Okay, Unterkühlungsrisiko. Ja, ich arbeite dran. Warte kurz. Kannst du einen Feuerbau planen? Kleines Feuer bauen. This should do. Now to get it burning. Weiter. Um erfolgreich ein Feuer zu entfachen, musst du dir einen Feuerstarter-Gegenstand herstellen und einen Zünder finden. Zu diesem Zweck eignen sich trockene Gegenstände am besten. Tipp: Vergiss nicht, dem Feuer ständig Brennstoff hinzuzufügen. Ja. Kennen wir von wo? So. Ja, ich weiß, dass dir Scheißkreuz ist, aber. Brennholz. Ein Holz. Drinnen. Stein! mein Problem an der Sache ist, dass ich jetzt nicht weiß, was das Stein jetzt genau da macht. Aber was das Ganze, was ich da reingehen muss. Ja, der will nichts. Oh ja. Cool, wie ist denn das jetzt gegangen?
Treibstoff. Kann man das nicht irgendwie da reingeben? Leute, bisschen eine Erklärung. Stöckchen kriegst. Ja, was hinkriegen. Jetzt wird es erstens mal ein bisschen wärmer. Hunger, Wasser. Ist ja nur irgendwas. So. Wärme dich am Feuer auf, mache ich. Krankheit eingefangen, Verbrennung. Das ist eine tolle Krankheit. J. Verbrennungen reduziert die maximale Kondition während des Wirkens. Mindert die Kondition, unbehandelt wird es infiziert. Bekannte Behandlungen. Brandwunden werden im Laufe der Zeit vom Körper von selbst behandelt. Okay. Verzehr eines Artikels mit einer entzündungshemmenden Komponente. Eine Infusion von Kräutern, wo es zuzubereiten. Die Entzündungen auf natürliche Weise reduzieren, beschleunigen den Heilungsprozess, Verband. Ja, Too brauchen late to travel now. I should craft myself a bed. wir. Korrekt, Alter. Im Laufe des Tages verlierst du nach und nach Energie. Je weniger Energie du hast, desto weniger Ausdauer kannst du in Aktionen einsetzen. Um deine Energie vollständig wiederherzustellen, musst du schlafen. Stimmt. Du findest die Energieleiste unten links auf dem Bildschirm direkt über der Gesundheitsleiste. Tipp! Stell dir Energie als die Zeit vor, die du mit der Erkundung verbringen kannst, bevor du wieder einschläfst. Strategisches Energiemanagement ist der Schlüssel. Ist der Key. Ja, stell ein Bett her. Ich schaue, ob er das geachtet hat, das ist nichts. Und hier, Stockbett. Das ist ja gigantomanisch. Ernten. Oh, jetzt habe ich Brennholz draus gemacht. Fuck. Wieso mache ich da die ganze Zeit Brennholz draus? Was? Naja, wurscht. Schauen Sie sich mal um. Da liegt ein Stock. Wie viel brauche ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht noch. Eins. Eins. Oh, der ist platt. Der weiß es noch nicht. Mal 6, was? Oh, das kenne ich ja. Das darf man ja nicht tausendmal drücken. Nein.
Ablenker. Hergehabt habe. Ja, was kann ich mit dem machen? Ich will ihn nicht zerstören. Zerstören ist einfach weg, okay. Na gut, dann. Ja, wo habe ich jetzt meine zu viele Stöcke hergehabt? Probieren wir es nochmal. Vielleicht liegt, wo, wenn er rumliegt, da jetzt mehr. Winde. Toll. Okay, hacken wir noch einen Baum. E birgt er den Pins. Ah, er fügt dann viel Stöcke hinzu. Sehr schön, deswegen sind die alle in meinem Inventar gewesen. Aber jetzt gehen wir schon da unten meine Balken ein bisschen aus. Das ist die Frage, was ich da jetzt irgendwie wegkriege. Und mit was ich da was wegkriege jetzt. So. Good enough for a quick nap. Time for some rest. Das Spiel speichert danach, cool. Okay, wert nur, es ist ja irgendwie dämlich, ne? Ich stehe im Endeffekt hier neben dem und gehe da schlafen. Okay. Schlafen stellt deine Energie wieder her und der Rest der Bedürfnisse nimmt auch ab. Ja, dann machen wir mal. Dein Überleben in der arktischen Tundra kann nur erreicht werden, wenn du auf deine Werte achtest. Sie wirken sich auf deine Gesundheit aus und können verfolgt werden, indem du V drückst und mit der Uhr interagierst. Okay. I should really get going now. Nein. Sag, ich wollte noch weitermachen. Ja, erreiche den mysteriösen Waldzoll. Bisschen weniger weit darüber von Norden. Sarah, da lang ungefähr. Glaube ich jetzt, oder? Ne, jetzt renne ich genau in die verkehrte Richtung. Ist der blaue Nadel die richtige? Das habe ich noch nie gewusst. Dann müsste man da lang. Das wirkt besser. Kann ich das wieder mitnehmen? Wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen. Und noch ein bisschen aufwärmen. So wie es ist gegangen vorher. Ach, Mensch! Mensch, Alter! Was ist los? Brauch das nochmal. Fehlen wir noch einen Baum. Machen wir noch mal geschwind Feuer. Sind jetzt ein bisschen doch so creepy unterwegs. Creepy, so ein bisschen planlos. Verstehe das nicht ganz. Wenn ich verstehe, wieso ich Tannenzapfen brauche und einen Stein. Wieso Holzkohle? Kann ich das essen? Bad idea. Oh Mensch. Habe ich gut gemacht.
Das Fieber bringt mich jetzt noch nicht um. Wird im Laufe der Zeit von selber weggehen. Erhöhter Kalorienverbrauch verursacht Fieber. Geht auch von alleine wieder weg, okay. Ich da jetzt irgendwas so. Richtig Fleisch dafür nutzen. Pilz geht nicht, ne? Ja, genau, das in der Mitte ist das Treibstoff. Sicher gar nichts an. Ja, genau, Brennholz nachfüllen. Ja, genau, so läuft's mal. Okay, so läuft's mal. Das ist schon mal. Wir wissen schon mal mehr als vorher. So, das heißt ich eigentlich hier alles selber gerade. Gut. Dann werden wir noch schön was bauen, das können wir noch bauen. Weil jetzt brauchen wir ja schon ein paar Sachen. Messer, bräuchten noch ein Beil. Beil bräuchten wir wieder ein Seil. Fehlt man. Ja, Stock wieder, ne? Ja, die Bäume könnten schon, wenn es geht, umfallen. Hatte eine vorher, aber es ist, ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Wird hell. So, jetzt schmeißen wir das da runter. Schauen wir auf die Uhr. Langsam wird's hell, sehr gut. Geistige Gesundheit und alles ist okay. Dann werden wir mal jetzt noch das craften. Bauen wir das. Fehlt wahrscheinlich jetzt wieder ein Seil. So ein Stockspeer, Steinspeer. Steinmesser. Haben wir theoretisch. Sein. Könnte auch einen Bogen bauen. Oder ich habe, nein, ich habe keine Federn, das geht noch nicht. Steinspeer. Drin. Steinspeer. Ja, genau. 2, 3, 2, 1. Werf. Ja. Ja. Okay. Dann mal daher. So, dann war's das jetzt. Dann gehen wir jetzt weiter. Spiel wurde gespeichert, nämlich das wohl. Wir müssen darauf schauen, mal, ob das die Richtung ist. Weg werden wir ein paar Bäume fällen. Da hinten los, da oben. Stöckchen. Das Reh, Vogel. This will keep me fed for a while. Cool. Somit war das Problem mit den Federn auch gelöst gerade. Ach, wirklich.
man macht. So, wir haben Bäume, wir haben jetzt Federn. Brauche ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Federn. Und da haben wir noch die Zapfen. Probieren wir mal, ob wir das dahinter legen können. Da gibt es ja mehrere jetzt von denen. Hoppala. Also, ehrlich, ernsthaft. This will keep me fed for a while. Verbesserungswürdig, würde ich jetzt mal sagen. Aber, tut, hat seinen Zweck jetzt erfüllt. Es gibt viele Spiele, da wo es, da ist sowas ein Knackpunkt. Sowas, so Kämpfe mit was, meistens so kleinere Indie-Games sind relativ schwer dann, dass sich das dann wirklich alles so funktioniert wie geplant. Okay, Headshots sind besser. Wish I didn't have to do this. My stomach hurts. Wo ist er jetzt, der Typ? Ja, wir werden da oben wieder ein Lager machen. Haben jetzt eh schon genug Bäumchen. Mal kurz was zum Trinken holen. Oh ja. Das nervt, dass die Bäume nicht umfallen. Das nervt schon. Aber das ist ein Bug, okay. A little Bug. Need something to drink. Oh, das ist schlecht, da habe ich nichts. Verdeppert, wo bin ich jetzt auf der Map? Diese Richtung sollte passen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Orientierung jetzt gerade. Mich nervt gerade, dass da nervt gerade, dass der Punkt auf der Map weg ist, wo ich bin. Ist nämlich eigentlich schon hilfreich. Okay. Na gut, dann werden wir hier mal ein Lager errichten. Weil ich glaube, das braucht ein Relog. Und mein Typ meint ja eh, er hat Hunger. Da ist ja auch Holz in der Nähe. Machen wir das mal kurz. Irgendwie schauen meine Stats nicht gut aus. Lagerfeuer. Das kann. Nein. Yes, it worked. So. Und jetzt müsste ich mal da Fleischi da hinkriegen. Und wie schnell ist Fleischi fertig? Ja. Nervt nicht.
Speicher das mal, das reicht. Ja, trinken. Das hat er mir nämlich irgendwie noch nicht erklärt, wo ich das herkrieg. So. Verlassen unsere Tutorials. Warte mal. Damn, burned. Ach, das kann verbrennen. Okay, so. Da war doch was. Behind you. Okay. Dann kann ich irgendwie. Wie tue ich den Schnee da rein? Basis für Schneeschmelzen. Ist ja schon komplett wahnsinnig, der Hammer. Aber das dürfte gewesen sein. Das Trinken hat mir jetzt, hat mich jetzt rausgehaut. Und ich kann direkt da raus trinken, das ist schön. Brauchen. Vernunft habe ich weniger. Okay, gut, macht nichts. So. Einmal noch trinken. Weiß ich ja, für was wir diese Dose am Anfang mit haben. Hat schon Grund. Ich trage auch viel zu viel, gell? Egal, soll ich mich bewegen. Okay. Okay. Ja gut, dann pennen wir nochmal. Und ich würde sagen, nächstes Mal. Nächster Part. Nächster Part geht's weiter. Mit dem mysteriösen Wald. So bin ich gespannt, was da kommt. Und jetzt einmal sage ich einfach, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nicht vergessen. Ciao. Nee, Spaß. Na, ja. Also, nächstes Mal geht es auf jeden Fall weiter hier in dem Spiel. Es macht Spaß. Also, es ist cool. Grundsätzlich mal alles da, was man brauchen kann. Es ist ein schönes Survival.
Und das, ja, bis jetzt bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Also deswegen, den mysteriösen Wald werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, die eine Stunde jetzt ist aber verflogen, weil wir da viel rumgespielt haben, rumprobiert haben. Wir kennen ja die Mechanik und alles noch nicht. Mich irritiert auch immer, wieso das Herz dann rot leuchtet, aber ist okay. Ja, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und